Und da ist er wieder, euer Isildur mit seiner Monsterbagage. Schauen wir doch mal, wie weit wir das sind. Ah, nicht übel, nicht übel. Es geht vorwärts. Unser böser Dungeon geht langsam, aber sicher auf. Gefällt mir. Magische Tür. 6000. So teuer. Geheimtüren sind egal beim Computer, außerdem kann man ja überall durchgraben. Naja. Ah, sehr schön. Lalala, dann bauen wir mal unser Gefängnis weiter. Und dahinter natürlich den Friedhof. Da kommt der Tempel hin. Na? Oh, kein Geld. Na gut. Bauen wir wieder welches ab. Wo war noch welches? Da oben. Falsches Ding, dieses da. Oh, wieder ein paar Dinger hier bauen. Brauchen wir wieder welche. So, ihr könnt es euch nicht leisten, Geschöpfe zu trainieren. Ja, ich weiß, die sind ja auch so trainierungsbedürftig und so. Was trainiert ihr überhaupt die ganze Zeit, ihr blöden Viecher? Habt ihr nichts anderes zu tun? Ab an die Arbeit. Kämpfen könnte auch anders. Die Viecher sind so geil. Oh. Da. Können zwar irgendwie beide nichts im Moment, aber die sind einfach cool. Ich liebe sie. Diese Teufel sind cool. Ich weiß nicht warum, aber die sind mir sympathisch. Oh, Friedhof, Friedhof, Friedhof. Gräber sind immer schön. Ist ja auch cool, wenn wir mal irgendwas Interessantes da finden würden. So. Ein bisschen auf Erkundungstour gehen. Ein neuer Zauberspruch wurde erforscht. Ah, sehr schön. Geld. Eine neue Spezies ist in eurem Dungeon gekommen. Ah, nett. Was ist gekommen? Ein Vampir. Oh, eine eiserne Jungfrau. Sehr schön. Die Schlacht in der Arena ist vorbei. Oh ja, ihr trainiert schon wieder fleißig, ich weiß. Dann bauen wir mal ein paar Türen. Dahin. Dahin. Da haben wir schon eine Türe. Und da muss natürlich nicht. Jetzt verzaubere die Tür hin, so teuer sie auch ist. Da kommt auch eine Stahltür hin. Da auch. Und da kommt auch nochmal eine verzauberte Türe hin. Die stärkste, die wir haben. Und da ebenfalls. Okay. Gut, damit haben wir eigentlich schon das Wichtigste. So, was haben wir alles, was wir loswerden wollten? Nicht wirklich viel, ne? Aber da ich ja Vampire möchte. Ein Goblin wurde unglücklich, weil er geschlagen worden ist. Ist halt zwar schon Stufe 5, aber geht sterben. Ein Goblin ärgert sich, weil er geschlagen worden ist. Oder ebenfalls. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Das ist natürlich auch nicht übel. Eigentlich wollte ich die zwar hier haben, aber
Oh, okay. Ein neuer Zauberspruch wurde erforscht. Bauen wir übrigens mal den Friedhof weiter. Und gehen auch langsam aber sicher mal auf Konfrontalkurs. Angriffskurs, whatever. Angriff halt! Mann! Muss das immer so kompliziert sein? Und ganz nebenbei möchte ich jetzt mal so erwähnen, dass ich einen Grafiker suche. Falls es irgendjemand interessiert. Sprich, wenn da jemand grafische Begabung hat. Ich nehme auch gerne das weibliche Gegenstück dazu. Ich sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand entdeckt. Was? Wo? Hab ich das? Wo denn? Oh, hübsch, was ist es denn? Ah, cool. Kann man immer gebrauchen. Jedenfalls, wenn ihr irgendwie 2D, 3D-mäßig grafisch begabt seid, meldet euch doch einfach mal in YouTube bei mir. Keine Angst, es wird nicht das einzige Video sein, wo ich das erwähne. Aber wäre cool. Eine Holztür wurde in eurer Werkstatt gebaut. Für meine Zwecke. Ein neuer Zauberspruch wurde erforscht. So, alles Geld, was ich habe und der Gegner nicht, ist gutes Geld. Meiner Meinung nach. Den muss man auch noch fertig machen. So. Da müssen wir fertig machen, da müssen wir auch mal fertig machen. Oh, das ist jetzt ungut. Ich brauch Geld. Ich brauch ganz, ganz schnell ganz viel Geld. Los, ich brauch mehr Geld. Gerne auch ohne Wasser, aber mehr Geld. Eine wurde in eurer Werkstatt gebaut. Na, fast. Ja, okay. Glück gehabt. Hui. Es ist Zahltag. Naja, das ist okay. Mittlerweile habe ich Geld. Ihr erbeutet ein Portal. Das ist nicht übel, muss ich ehrlich zugestehen. So, da. Wachraum. Gott, ich bin aber heute auch wieder so unentschieden. Was ich überhaupt machen will eigentlich. Es ist schlimm. Eine neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen. Ja, welcher Vampir? Oh, eine Elfe. Allerdings sind das nicht so eine weiche Ei-Elfen, sondern das sind welche, die tatsächlich was können. Zum Beispiel Wache halten. Ja, und ich habe einen Tempel. Tempels sind immer gut. So. Eine neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen. Was jetzt diesmal? Oh, eine Spinnenfrau? Eine Spinnenfrau namens Kevin. Interessant, die hatte ich aber auch noch nie. Kannst du irgendwas? Kannst nicht zufällig Wände hochkrabbeln oder so, ne? Ja, dann bist du uninteressant. Ja, okay, hä? Haha. Was will man hier auch an Wänden hoch? Eine Holztüre wurde in eurer Werkstatt gebaut. Das ist natürlich sehr schlau. Noch mehr Gold. Gold ist immer gut. Je mehr Gold ich habe, desto größer kann ich meinen schwarzen Tempel machen. Je größer er ist, desto größer ist die Chance, da einen Engel rauszubekommen. Eine magische Tür wurde in eurer Werkstatt gebaut. Ein neuer Zauberspruch wurde erforscht. Was braucht sie? Bitte was? Eine Stahltür wurde in eurer Werkstatt gebaut. Wo kam gerade? Hä? War das Horny? War das jetzt auf Horny bezogen oder? Hä? Das verstehe ich nicht. Habt ihr das jetzt gerade auch gehört, so von wegen? Ich stelle euch meine Dienste zur Verfügung, das braucht sie nicht oder war das jetzt Einbildung? Yes! Da ist er ja. So, was können wir mal opfern? Darf
genügend. Eine neue Spezies ist in euren Dungeon. Da haben wir ja schon einen schwarzen Engel. Aber wir opfern trotzdem was. So. Die Götter haben euer Opfer angenommen. Juhu, ich habe einen Goblin in der Stufe 1 bekommen. Das hat sich ja jetzt total gelohnt. Digga, der da. Berg. Schwarze Engel sind verdammt stark. Wenn nicht sogar die stärksten Einheiten, die es überhaupt gibt in dem Spiel. Auf der bösen Seite. Auf der guten Seite weiß ich nicht. Die kann man ja nicht so gut spielen, glaube ich. Was willst du da eigentlich drin? Komm mal raus da. Oh, Geld ist ungelohnt. Ja, damit. So. Okay, du bist... Du wirst auch ein Wachraum. Wobei, nee, du wirst ein zweiter Schlafraum. Mit Hühnerfarm dahinter. Denn der wird langsam voll. 1, 2, 3, 4, 5. So. Eine eiserne Jungfrau wurde unglücklich, weil sie keinen Platz zum Schlafen hat. Ist die dumm oder so? Ein neuer Zauberspruch wurde erforscht. Ey, wo ist er denn da? Da hast du einen Platz. Eine magische pennen. Tür wurde in eurer Werkstatt gebaut. Komisches Video. Oh, Gegner. Oh, ein Riese. So, mach den mal Angst. Pow. Oh, wie schön. Na komm, Riese namens, wie heißt er? Chaldes. Lass uns doch mal schauen, wie stark die sind. Pow. Und eure Geschöpfe bewundern ehrfürchtig euer Pow. Talent. Aha, aha. Noch irgendjemand was, hä? Pow. Pow. Ey. Oh, ich kann ja sprechen. Ein neuer Zauberspruch wurde erforscht. Praktisch. Ein schwarzer Engel wurde unglücklich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Pow. Pow. Ui, ruhig bleiben. Na komm, kommt, kommt. Na komm. Pam. Wenn ich nicht überall hängen bleiben würde, wäre das ja richtig cool. Pam. Oh, Skeletthaufen. Hä? Bin ich schon wieder an der Wand fest? Pam. Noch ein Skeletthaufen. Huhu. Das gefällt mir. Pam. Pow. Aua, ist ja gut, ist ja gut. Pow. Das tut mir jetzt aber leid. Und. Pow. Oh, Skeletthaufen. Und. Puh. Na, bleib hier. Hey, du Feigling. So. Das reicht aber auch. Jetzt darf sich der Riese erstmal ausruhen. Ein neuer Zauberspruch wurde erforscht. So, wieder zurück. Oh, oh. Tut mir leid. So. So. Okay, ich würde sagen, da ist eine magische Tür. So. Samt Angstfalle. Schwarze Engel, du darfst da schlafen. So, ihr macht aber ein bisschen Angst hier. Sehr schön. Aber leider, leider ist unsere Zeit auch schon wieder vorbei, meine Freunde. Und deshalb verabschiede ich mich von euch und hoffe wie immer, ihr hattet Spaß bei Isildurs Spielemix. Bis zum nächsten Mal. Ein paar Dinge aufstellen. Tschüss. Eure Portale haben so viele Geschichten.